Jo Leute, was geht ab? Heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Ich habe heute die Marie mit mir und ich werde heute einen Wolf, der zwar aktuell noch ein bisschen aussieht wie Master Splinter von den Ninja Turtles, aber es wird auf jeden Fall ausschauen wie ein Wolf. Und dazu werde ich heute ein paar Tipps und Tricks geben, worauf es ankommt bei dem Erstellen von Fellstrukturen. Das haben sich nämlich manche von euch gewünscht. Da wird wieder der ein oder andere sehr wichtige Tipp für euch dabei sein. Seid gespannt. Viel Spaß. Ich fange jetzt an, und zwar ist es bei so einem Bild, gerade wenn es in den realistischeren Bereich geht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man wie immer auf jeden Fall ein Konzept bei der Sache hat. Das heißt, ich arbeite mich jetzt hier wirklich strikt von unten nach oben, und worauf es wirklich ganz wichtig ist, darauf zu achten ist, da wir jetzt hier realistic tätowieren, da gibt es jetzt keine Outlines oder so, ja, weil mich manchmal Leute fragen, oh, zieh zuerst die Outlines, da gibt es keine Outlines. Das heißt, dieses Bild ergibt sich am Ende, wie zum Beispiel die Pfote und so, die gibt sich am Ende eigentlich nur durch die ganze Schattierung drumherum. Das heißt, bei dem Bild sind ganz wichtig die Kontraste auf jeden Fall. Ich fange, wie gesagt, von unten an, arbeite mich nach oben hin und werde jetzt erstmal mit einer Linernadel anfangen und mir so ganz leicht gewisse Dinge, Schatten anschattieren, aber dann werde ich hauptsächlich dann mit der 5er Magnum-Nadel arbeiten und vor allem auch schön mit der Außenkante davon, weil ich somit ganz schön hier diese Fellstruktur eben erschaffen kann. Let's go! So, also jetzt habe ich mich hier von unten schon mal ein Stück hochgearbeitet und wie man gut sehen kann, ich arbeite eigentlich generell immer so, dass ich mir erst die dunklen Kontrasten raushole, dass dann die hellen Stellen gut hervorkommen und ich gehe dann danach jetzt nochmal gleich drüber und dunkel das Ganze ein bisschen ab. Und man auch sieht, dass dieser Fuß hier so im Vordergrund steht. Und ja, wie gesagt, habe mich größtenteils mit der Liner vorgearbeitet, habe immer leicht die Struktur der Haare so mit der Dreier Liner so anschattiert. Mach kurz eine Pause, lass es ein bisschen sich beruhigen. Gerade bei an so Stellen unten, dass ich einen schönen Abfluss hinbekomme, dass ich das ein bisschen weicher auslaufen lasse mit dem hellsten Farbton. Das sieht am Anfang vor allem an der Stelle unten immer sehr, sehr dunkel aus. Ich verwende hier auch so eine spezielle Creme immer. Die hilft auch dazu, dass das Ganze eben generell gar nicht so rot wird. Ja. So, ich habe jetzt an der Stelle mir mal schon diese Barthärchen vorgezogen und das ist immer ganz wichtig. Ich sehe das immer ganz oft bei Leuten, dass die so ganz fett und dick sind, dass die teilweise mit, was weiß ich, 5er Linernadeln oder so ziehen. Ich habe die jetzt mir nur hier schön mit der Außenkante von der Magnum, habe ich mir die so leicht angezogen und dann bleiben die quasi so ausgespart, diese Härchen, die dann am Ende quasi so hell bleiben sollen. Bei dir, Franz, halbes Jahr? Ewig. Locker halbes Jahr. Ja, ist schon krass, wenn man so überlegt, dass ich hier irgendwann das erste Mal eine Maschine in der Hand gehabt habe. Und jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre später eigentlich Studio. Hat auf jeden Fall alles so sein sollen. So,
also ich habe mich jetzt mal wirklich vorne rangearbeitet und bevor mir hier zu viele Details flöten gehen auf meinem Stencil, habe ich jetzt schon mal die ganzen, sage ich mal, ausschlaggebenden Feldstrukturen schon mal vorgearbeitet und jetzt gehe ich rein und hole wirklich alle Feinheiten dann danach raus. So wie, dass ich hier das hier hoch, den das Bein weiterarbeite und so einen kompletten Schatten noch drumherum setze. Dann hier, der Mund ist eigentlich ziemlich fertig. Da kommen dann am Ende nur noch weiße Highlights rein. Und ja, aber hier ist auch wirklich sehr gut und haben auch gutes Glück, dass es nicht rot wird. Also haben wir wirklich Glück, obwohl ich jetzt schon sehr, sehr oft drüber gegangen bin. Es ist so gut wie gar keine Rötung mehr. Ist sehr geil. Das können wir am Ende auch ein sehr gutes Foto davon machen. Sieht man hier schon mal das Ergebnis nach genau einer Woche. Jetzt kann man es auch sehen, dass vor allem an Stellen, wo das eben schwarz war, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis es abheilt. Aber was man jetzt schon wirklich gut erkennen kann, sind eben die Kontraste ohne die Rötung von dem Bild. Eben, das macht eben schon sehr, sehr viel aus. Und das ist auch das, was am Ende dafür sorgt, dass das Bild auf lange Zeit stabil bleibt. Hier die ganze Rötung weg. Man kann es auch schön sehen, wo nur die hellen Schattierungen sind. Da ist es eigentlich schon ziemlich gut verheilt. Und an den Stellen wie Augen und im Mund, da ist es eben normal, dass da eben noch so eine Kruste ist. Ganz wichtig, eben da jetzt nicht anfangen dran rumzukratzen, sondern einfach ganz normal warten. Das ist so ein ganz normaler Abheilprozess vom Körper und warten, bis es einfach von selbst abblättert. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass du dir von diesem Tattoo die ein oder andere Sache abschauen konntest. Ganz wichtig bei der Sache ist einfach, wenn du so im realistischer Bereich etwas stechen willst oder ein Hundeporträt oder sowas, in der Art auf jeden Fall keine Outlines verwenden, da wird alles nur schattiert. Ich habe heute fast alles eigentlich mit einer 5er Magnum gemacht. Gerade auch diese schöne Feldstruktur, die kannst du sehr gut mit der Außenkante von Magnum-Nadeln machen oder teilweise sogar mit der 3er Liner habe ich die anschattiert. Und ich habe das Bild sehr, sehr kontrastreich aufgebaut, weil ganz wichtig eben, wenn du ein Tattoo hast, was keine Outlines hat, dann müssen die Kontraste auf jeden Fall so stimmen, dass es nach dem Abheilen einfach nicht zu verwaschen ausschaut, sondern dass das Bild immer noch stabil ausschaut. Des Weiteren war es sehr cool, dass mein Schüler Darian heute da war, der, wie gesagt, schon vor 2 Jahren circa bei mir die Tattoo-Ausbildung gemacht hat. Unseren eigenen Laden mittlerweile hat. Ist immer ganz interessant, mich mit dem auszutauschen, weil ich dann immer so ein bisschen mitbekomme, was sich in der Zwischenzeit bei ihm getan hat. Auch er startet jetzt seinen neuen YouTube-Channel, der sollte bald rauskommen. Dann kannst du dir auch das Interview zwischen mir und ihm heute anschauen. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche für ein neues Video und wie immer gerne in die Kommentare reinhauen, was du als nächstes sehen willst, welches Tattoo-Projekt ich vielleicht ausarbeiten sollte, welche Tipps du gerne hättest und wir sehen uns dann nächste Woche.